Und willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Galactic Battlegrounds. Ja. Bevor wir die Mission beginnen. Im letzten Part, der nur 17 Minuten lang war, gefühlt, gab es das große Problem erneut, dass, ja, knapp diesmal die Hälfte des Videos im Blackscreen war. Und zwar habe ich diese Mission hier angefangen. Und war, glaube ich, schon bis unten, bis zum Suftruin angekommen. Und naja, dann war der Part eigentlich vorbei. Ich habe mir gedacht, alles klar, alles schon rendern. Camtasia hat alles schon gemacht. Und als ich es hochgeladen habe, habe ich irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Als ich nachgeguckt habe, habe ich gemerkt, oh, da sind ja so 13 Minuten ohne Bild. Problem war gewesen, ich hatte es zu dem Zeitpunkt noch nicht vorher kontrolliert. Das heißt, wenn ich alles render und alles scheint okay zu sein, dann kill ich meistens die Rohdateien immer, weil die einfach groß sind und ich sie weghaben will. Ja, seitdem heißt es jetzt immer schon aufpassen, dass alles funktioniert. Und gerade in diesem Spiel ist es wichtig, denn jedes Mal, wenn ich einen Screen wechsle, weil Besprechungen und dann Spiel und so, macht Fabs immer eine neue Aufnahme und dadurch habe ich mehrere Dateien und das scheint Camtasia nicht mehr so ganz zu mögen. Also, aufpassen. Aber gut, wir machen hier weiter. Und zwar, ja, eine winzige Spur hat Lord Vaders Flotte auf der Suche nach den Rebellen ins Elrod-System geführt. Vader hat sich, Quatsch, Vader ist sich eine Sache sicherer, als die Beweise rechtfertigen würden, so als würde er sein Wissen aus einem leeren Raum beziehen. In jede einzelne Welt dieses Systems wurden Suchdruiden entsandt, die mit Bildern von verstreuten Siedlungen auf den meisten Welten zurückkehrten. Lord Vader warf einen Blick auf eines dieser Bilder und nannte sofort den Kurs. Er ist überzeugt, dass sich unsere Beute auf den Eisenplaneten namens Hoth befindet. Ja, dann gucken wir uns die Tipps und die Aufklärung mal an und starten die große Schlacht um Hoth. Oder Wir haben Hoth. die Rebellen gefunden. Anscheinend versuchen sie, die Basis von einem Landeplatz im Nordosten aus zu evakuieren. Wir haben nicht die Zeit zu warten, bis die AT-ATs für den Bodenangriff bereit sind. Sobald sie auf der Oberfläche des Planeten sind, suchen sie die fliehenden Rebellen und vernichten sie ihre Landeplätze. Sie dürfen nicht entkommen. Und dann kommen dann trotzdem. Gut, das bedeutet, wir haben durchaus schon eine akzeptable Truppentransporter Truppe, bereit. die aber noch ein bisschen größer wird, keine Sorge. Ist auch eine meiner Lieblingsmissionen. Und haben immer noch ein paar Aufklärer. Und vor meiner Nase, ja, haben wir sowas hier. Aber wir haben die ATPTs. Und die sind ideal für so eine Scheiße. Ich muss meine Voice aber erst ein bisschen beruhigen. Denn meine Boys sind alle schön auf aggressiv eingestellt, das mache ich nicht. So. Eine schöne Idee ist es, einfach die Gegner anzulocken. Truppentransporter bereit. Waffen bereit. Denn wir haben ja eh die bessere Reichweite. ATPT auf dem Weg. Waffen bereit. ATPT unterwegs. Das ist schon der Vorteil, wenn man ATPTs hat, die sind ja einfach Anti-Infanterie. Damit kann man so ziemlich jeden einzelnen Rebellen-Pupser ganz schnell erledigen. So. Ich denke mal, die Mission wird doch schon einige Zeit in Anspruch nehmen, auch wenn die Karte nicht sonderlich groß ist. Wird es doch ein bisschen dauern, bis wir alles hier gemacht haben. Ja, Commander. Speederbike meldet sich. Ist zwar nicht, dass du es angreifen solltest, aber das kannst du auch angreifen. Vorbereiten auf Gefechtsmodus. Schön die schwere Artillerie dabei. Wir können es auch mit den Schweißpanzern regeln, aber das geht auch. ATPT bereit, Sir. Noch ein bisschen Platz für ihn. So, die kann ich alle auf einmal nehmen, ne? Ja. Kommt in die Ecke hin. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Lol. Irgendwann hat er ihn, ne? Ich glaube, hier waren noch mehr Schützengräben, wenn ich mich richtig entsinne.
Ja, so einer. Truppentransporter zu Ihrer Verfügung. Und ab. Vorbereite auf Gefechtsmodus. Kann ich zusammenlaufen. Der Reichweite haben die locker damit. Anlaufen. ATT unterwegs. Aber nichts mehr Stück kommen. Hm, dann nicht. Hallo. Das Schöne ist doch, wir haben schon die beste Technologiestufe erreicht, das heißt auch zielsuchende Geschosse und so weiter. Helfen wir unseren Suchruinen ein bisschen. Da kann ich gut wenig wieder Aufklärung betreiben. Aber bei der Infanterie ist eigentlich kein Problem. Gut. Das Tor kommt hier vorne hin. Die Jungs kommen hier hin. Denn, genau, wir haben hier auch noch ein paar Gegner. Waffen bereit! Waffen bereit! Ziel wird ausgeschaltet! Ziel wird ausgeschaltet! Ich kümmere mich drum, Sir! Achso, das war auch noch vorgeschobener Posten hier. Ah, okay. Ich dachte, wir wären schon fast an der Basis angekommen, aber nö. Nur ein kleines Basic-Line. Ja. Dann räumen wir mal auf. Ich weiß auch gar nicht so richtig, wie die KI hier funktioniert. Ob sie Einheiten bauen können, ob sie Einheiten gestellt bekommen. Ich meine aber, sie haben schon Ressourcen, um was bauen zu können. Das sollten sie eigentlich schon haben. Aber wir werden keine Basis haben, denn, naja, Episode 5. Haben wir keine Basis hier aufgebaut. Die haben die Rebellen einfach überrannt. Werden wir auch alles machen. Wir werden uns, nachdem wir uns hier unten um die Rebellen gekümmert haben, die große Kampfgruppe von Wirs bekommen. Auf die ich mich jetzt schon freue. Die müssen wir auch ziemlich heftig gegen die ganzen Speeders und so verteidigen. Ah, nicht Speeders, die Schneegleiter meine ich. Wie einer vorhin meinte, von wegen der AT-AT bekommt noch einen Aufsatz für Anti-Luftwaffe. Nein, bekommt er nicht. Wäre mir ganz neu, wenn das so wäre. Ich kümmere mich drum, Sir. Denn der AT-AT zählt ja zur Klasse der schweren Storm-Max oder Sturm-Max. Und die sind einfach nicht für Luftwaffe ausgelegt. Es sei denn, sie sind Flugzeuge ganz zufällig. Wie zum Beispiel der Schneegleiter der Rebellen. Und deswegen wird er sich nicht gegen Luftwaffe verteidigen können. Außer man stellt eben ein paar Einheiten mit ihm mit, die es halt dann können. Was sinnvoll wäre. Oh nein, das macht mich nicht. Kriegst du meinen Speeder nicht, mein Freund. Waffen bereit. So, räumen wir mal hier auf. Oh, guck mal. Vorbereiten auf Gefechtsmodus. Ziel wird ausgeschaltet. Waffen bereit. ATPT unterwegs. Manchmal mache ich ja dieses effiziente Truppenspiel. Also einfach versuchst immer schon die Reichweite auszunutzen, keine Verluste zu bekommen. Hm, habe ich die Reichweite vom Turm ein bisschen unterschätzt. Okay. Macht nix, ich habe noch zwei weitere Aufklärer. So. Dann bleiben die mal zusammen. Und damit die auch was zu tun haben, kommen die hier vorne hin. Ich vermute mal ja ganz stark, der hat keine Mindestreichweite. Der hat eine Mindestreichweite. So wie der aussieht, der Turm. Ja. Mindestreichweite, wie wir schon kennengelernt haben. Das ist eine ziemlich gute Idee, ihn auszuschalten. Also auf geht's. Vorne hin. Komm
dahin und schalten wir mal was aus. Ein bisschen zur Seite. Ich will die in der Weg haben. Truppentransporter bereit. So. Flugzeug könnten anfangen, den Flugfeldplatz zu schießen. Das dachte ich mir schon, dass er irgendwann davon triggert. Sehr schön. Truppentransporter zu Ihrer Verfügung. Ein bisschen vorlaufen hier. ATPT auf dem Weg. Der Turm. Vorbereiten auf Gefecht. Mobil wird ausgeschaltet. Mobil wird ausgeschaltet. ATPT auf dem Weg. Ich will noch ein bisschen im Spielen. Ich kümmere mich drum. ATPT auf dem Weg. Vorbereiten auf Gefechtsmodus. ATPT auf dem Weg. Ich weiß gerade gar nicht so genau, wie stark Arthur gegen Arthur ist, aber ich glaube, der hält das eher durch. ATPT unterwegs, ATPT unterwegs. Waffen bereit, ATPT unterwegs. Ja, das haben wir auch gemacht. Die sind hier auch schon durch. Kommt da weiter nach vorne. Ja, ein bisschen beschädigt, aber das ist in Ordnung. Zwar rein theoretisch immer noch eine Menge vor mir, aber das ist noch alles im Bereich des Okayen. Ich glaube, man kann schon deutlich mehr Verluste haben, theoretisch. Ich kümmere mich drum, Sir. Die Evakuierungssphären haben wir ausgeschaltet. Huch. Den habe ich übersehen. Ach, weil da gerade aufgebaut wurde, der Sack. Ich bin schnell kurz im Prozess, bevor noch einer kommt, wenn mir die Hälfte meiner Infanterie killt. Das wäre sehr unglücklich, wenn das passieren würde. Gut. Dann räuschen wir die gesamte Basis auseinander. Ich weiß nicht genau, wann Lord Vader zufrieden ist damit. Ich glaube, ich muss die Flughäfen ausschalten, damit er zufrieden ist. Und an sich hier gibt es auch nicht mehr als das hier. Aber wie gesagt, wir sind der Imperium, wir hassen, die Rebellenallianz, insofern räuschen wir einfach alles aus. Selbst die paar Wohngegenden, die hier aufgestellt hat. Na, der wird es weiter schön frieren können. Hervorragend. Ich schicke General Weirs zur Unterstützung nach unten. Wir schicken ein paar Suchdruiden nach unten, die uns bei der Ortung der Rebellen helfen sollen. Ja, ab hier wird der Rebell auch ein bisschen fähiger. Hat schon schwere Soldaten statt noch die normalen Pupsoldaten. Die Türme sind auch schwach. Oh, hier ist der große Schildgenerator. Einer unserer Erkundungsdruiden hat den Hauptenergiegenerator entdeckt. General Weirs, schalten Sie alle Energie- und Schildgeneratoren aus, damit ich mit meiner Landung auf Rot beginnen kann. Die Schildgeneratoren werden sich wahrscheinlich abschalten, wenn es erst einmal zerstört ist. Darum werde ich mich in Kürze kümmern, Lord Vader. Genau, jetzt kommen wir zum eigentlichen schönsten Teil dieser Mission. Ihr Walker. Wir haben die Blizzard-Kampftruppe. Bereit zum Angriff. Was wünschen Sie, mein Lord? Mit Wirs natürlich als Kommandant. Gepanzerter Truppentransporter. Und das ist Blizzard 1 mit Blizzard 6, also haben wir 6 von den schönen starken AT-ATs. Allerdings brauchen wir auch hier unsere Flugabwehrleute. General Wirs, die Rebellen haben ihre Ionenkanone aktiviert. Sie feuert entlang der Flugroute der Fluchtschiffe, um den Weg freizuräumen. Der Sternenzerstörer Tyrant wurde gleich mit dem ersten Schuss ausgeschaltet. Hören Sie die Kanone auf der Stelle, damit wir weitere Verluste vermeiden und die Verlassen des Systems hindern können. Genau. Die Ionenkanone müssen wir auch mit ausschalten. Ist zwar im Film nicht ganz so geschehen, aber scheiß drauf. Nehmen wir mit auseinander.
So, bedeutet in erster Linie erstmal, wie machen wir weiter? Ab jetzt kann der Feind auch mit Schneegleitern, na so ein Blödsinn. Deswegen würde ich schon sagen, ich packe mir einen Aufklärer. Guck erstmal nach, was hier alles auf mich lauert. Schön vorsichtig vorangehen. Lord Vader, wir haben den Hauptstützpunkt der Rebellen entdeckt. In Ordnung, Commander. Naja, da müssen wir zum Schluss hin. Also gibt's gleich ein fröhliches Rumgeeiere. Schützenbremsen sind aber nicht besetzt, das ist interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich die Rebellen breit angreifen will oder zentriert. Aber ich glaube, zentriert ist sinnvoller. Wir müssen uns erst um mindestens drei Türme kümmern. Ja, schicken wir die Antiatis nach vorne. Das bleibt als Reserve erstmal. Am Rand. Gepanzerter Truppentransporter zu Ihrem Dienst. General, ich werde langsam ungeduldig. Ich muss in das Befehlszentrum der Rebellen. Ja, Lord Vader. Ich habe die Kraftwerke erreicht. Die Schilde sind in wenigen Sekunden unten. Ihr könnt mit eurer Landung beginnen. Alle Truppen werden zum Bodenangriff ausgestattet. Visiert das Hauptkraftwerk an. Ja, schön, dass du den Film gerippt. Aber die wenigen Sekunden werden noch ein paar Minuten sein, denn wir müssen hier vorsichtig vorangehen, um unnötige Verluste zu vermeiden, denn ich kann so ziemlich jede Einheit Diener, stehen gebrauchen. bleiben! So, die drei Türme ausschalten, dann haben wir erstmal... Ja, dachte ich mir wieder. Ich schnappe sie Danke, mir! Sir. So. Schon unterwegs! Und zeigt mal, was sich hier alles befindet. Eine Basis. Und ist ein Turm, der juckt mich nicht mehr, weil ich hier oben schon durchgebrochen bin. Hier fängt die Basis einfach an. Die es im Norden durchschlagen könnte und damit den Hauptreaktor gekillt habe. Und dann bekomme ich noch eine Spezialeinheit mit Lord Vader höchstpersönlich dabei. Bereit zum Befehlsempfang! Gut. Ziehen wir die Infanterie mal zusammen. Bereit zum Die Sturmtruppen stehen zu Ihrer Verfügung! Dann würde ich sogar sagen, die AT-ATs lasse ich jetzt als Reserve erstmal stehen Bereit zum Befehlsempfang. und klingel erstmal an. Ich weiß, irgendwann kommt Speeder. Speeder, Mann, schon wieder. Mann, es sind fucking Schneegleiter. Raketensoldat meldet sich zum Dienst. Ich weiß halt nur nicht, wann sie kommen. Raketensoldat meldet sich zum Dienst. Und die Gruppe kann so zusammenbleiben, das passt schon. Flugabwehr mal ein bisschen dabei. Und ich sag erstmal Hallo. Was passiert? Genau, da kommen die Arschgeigen. Erst wieder heißen sie, okay. Okay, hier müssen wir ein paar Plus einrechnen. Stärker Gegner. Aber was wir so vor uns haben, ist ziemlich eine gesamte Armee. Und wenn die weg ist, habe ich da vorne freien Spiel. Schicken wir mal unsere Schwertkampfgruppe nach vorne. So. Für das Imperium. Ja, Sir. Mal schauen, ob die Speeder anvisieren, damit sie keinen Blödsinn machen. Immer schön auf meine Flugabwehr aufpassen. Nicht, dass sie von irgendwelchen blöden Infanteristen gegrillt werden. Auch so. Sicherungshebel umgelegt. Raketenabschussbereit. Eine Truppe meldet sich. Jetzt zu Ihrer Verfügung.
Das einzige Blöde ist noch ein bisschen, dass ich die ganzen ATATs im Doppelklick nicht zusammenziehen kann, weil es ja eigene Truppen sind. Das ist halt die Blizzard-Kampftruppe, sind als Helden. Turm bitte ausschalten. Nicht weiterkommen. Turm ist wieder. Auf jeden Fall Cornerbot. Menge Holz hier vorne. Aber Holz ist ja jetzt nachrotiert. Ich glaube, die Speeder werden auch noch schlimmer. Na. Hier vorne stehen. Na, der T-Spot zurück ist nicht ganz so. Bisschen was hat abbekommen, aber nicht viel. Ich glaube, es ist sinnvoll, mit den Jungs sofort zurücken. Die sind ein bisschen fokussierter. Kann ich ihn töten? Okay. So, die Blizzard-Kampftruppe kann hier vorne hochgehen und sich um die ganzen Generatoren kümmern. Oh. Schalten wir erstmal die kleinen Schildgeneratoren aus. Ja gut, sag mal, der Schneegleiter wird uns nicht pulverisieren. Die spielen im nächsten Film nicht mehr mit. Oh. Fiese Spruch. Oh, schalten wir den Großen aus. Ich glaube, wenn der sogar weg ist, dann sind alle Schildgeneratoren im Eimer, oder? Wie Sie wünschen, Kommandant. Soll ich mich da gerade? Sehr schön. Drücken wir weiter vor. Immerhin ist noch die Jungkanone vor unserer Nase. Die Festung haben wir da auch noch. Ja. Du magst meinen Artillerist nicht. Ja, knabber dich mal an den Dingern aus. Festung können auch zum Problem werden vielleicht. Obwohl nicht wirklich. Mit der Blizzard-Kampftruppe ist es ziemlich schnell weg. Gut, was hat er eigentlich überlebt? Ich hab sogar einen Aufklärer. Dann zeig mal, was hier vorne bei der Ionkanone ist. Ob da noch ein bisschen Manpower ist, oder habe ich schon alles austradiert? Da ist noch Manpower. Okay, dann geht die Basis einfach weiter geradeaus. Du kommst mit. Ganz wichtig, mein Freund. Ich glaube, die Schneegleiter werden teilweise noch besser werden. Wir haben noch die einfachen kennengelernt. Die anderen
Ich weiß gar nicht, haben sie noch Schilde und sind ein bisschen stärker? Ich meine, ja. Was ist das eigentlich? Oh, hier kommen wir ganz schnell heran. Wie ist der Einheit hier fast schon? So. Die Zweiergruppe nach vorne. Oh, hab so ein paar, Banter, nee, nicht Banters, was kann man jetzt hier an der Wüste, Eiswüste noch ranholen? Keine Ahnung. So, da guckt die Infanterie ganz doof aus der Wäsche. Ja, die sind auch da, wunderbar. So, dann schleichen wir weiter nach vorne. Ich glaube, Lord Vader wird auch noch landen. Und gibt mir auch noch so ein paar pupsige Einheiten mit. Aber erst muss ich die Junker noch eliminieren. Da meine Flanke kommen. Gut, wir wissen ja auch, wo der WLAN landen wird. Allerdings habe ich hier gerade meine eigenen Sorgen. Mein Gezeug hat er mir in die Nase geworfen. Und der gute Lord Vader ist auch schon gelandet. Gucken wir uns gleich mal an, was er so alles mitgenommen hat. Oh, eine kleine Kampfgruppe. Ja, mehr Ersatz für die Verluste. An sich, wenn man so drüber nachdenkt, der Imperial ist ja sehr mech-lastig, was seinen Tech-Tree angeht. Und der Rebelle kann mit diesem scheiß Schneegleiter sich so ziemlich komplett aushebeln. Bitte, wo sind meine ganzen Flugabwehrleute hin? Alle gestorben oder was? Also hier unten steht noch einer rum. Nö, ich hab noch einige. Die haben nicht mitgeschossen, die Idioten. Toll. Aber das ist von meinen Leuten. Es geht am besten, indem ihr schießt, nicht indem ihr zuguckt. Oh oh. Na, der ist hier hinüber. Ist halt so blöd, wenn ich einen normalen Angriffsbefehl gebe. Dass die gesamte Antiluftwaffe natürlich direkt mit nach vorne läuft, weil sie ja nicht angreifen kann. Deswegen denkt sich, oh, ich muss sie umarmen. Vielleicht klappt's ja. Was ist denn da, eine Festung oder was? Nee, größere Türme. Moin. Ja. Verteidigungsstellung einnehmen. Was wünschen Sie denn zum Angriff? Gepanzerte Truppentransporter zu Ihrem Dienst spielen im nächsten Film nicht mehr mit. Wir erwarten Ihre Kanonen gelangt. Gepanzerte Truppentransporter aktivierte Feuerkraft. Das war's schon. Wir führen Sie nun zum Hauptgerichtspunkt. Diese Verteidigungsanlagen aus. Raketenschall ans Imperium. Stressig. Ein netter Mistturm, der also jetzt eine hohe Reichweite hat. Stehen bleiben. Okay, was ist noch übrig?
Ein bisschen was. Wird auf jeden Fall reichen. Ich muss jetzt erstmal zu den Jungs vorstoßen. Haben die noch neue Flugabwehr dabei? Nein. Okay. Dann müssen wir mit dem Zeug kommen, was noch hier übrig ist. Sollte aber auch reichen. So viel ist es nicht mehr. Aber Leute, das werden wir jetzt in diesem Part erst machen. Ja, bis dahin. Tschüss.